In Vanuatu wird es dank Schweizer Technologie möglich, schmutzige Dieselgeneratoren mit Strom aus erneuerbarer Energie zu setzen. In Peru sollen effiziente Kochöfen das Klima schonen. Die dabei eingesparten Treibhausgase kann sich die Schweiz als Beitrag an den globalen Klimaschutz anrechnen lassen. Ist das möglich? Die Solarzellen und Biogasanlagen sind doch gar nicht in der Schweiz. Und was hat das mit den kommenden Klimakonferenzen zu tun? Ich erkläre es Ihnen in diesem Video. Die Schweiz kann und will ihr Klimaziel unter dem Pariser Abkommen vor allem mit Maßnahmen im Inland erreichen. Das Pariser Abkommen schafft zudem die Möglichkeit, dass Länder Treibhausgase auch mit Projekten im Ausland senken. Damit können sie einen größeren Beitrag leisten als nur durch Maßnahmen im Inland. Die Schweiz hat als erstes Land dazu mit mehreren Partnerländern Verträge abgeschlossen. Damit die Menschen vor Ort, die Vertragsparteien und die Umwelt von Klimaschutzmaßnahmen im Ausland profitieren, müssen aber einige Bedingungen erfüllt sein. Die Emissionsreduktionen müssen zusätzlich sein, das heißt, ohne Engagement der Schweiz wären sie nicht umgesetzt worden. Sie müssen überprüfbar sein und sie dürfen nicht zweimal gezählt werden. Die Schweiz setzt sich an der Klimakonferenz in Glasgow für Regeln ein, die diese Bedingungen sicherstellen. Doppelzählung darf nicht möglich sein. Im nächsten Video geht es um unser zweites Ziel, die Klimafinanzierung.